Diesmal soll es an die Mosel gehen. 250 Kilometer sind aufgerufen. Gutes Wetter, Karfreitag 2022. Wir sind wieder unterwegs. Heute haben wir uns einige Ziele in Rheinland-Pfalz und an der Mosel gesucht. Das Ahrtal ist eine sehr schöne, kurvige Strecke, aber wie heute am Karfreitag auch sehr befahren. Ein Jahr ist sie her, die Flutkatastrophe. Der Frühling überdeckt die Schäden. Überholen sollte man hier tunlichst nicht, da viel Gegenverkehr vorhanden ist. Wir wollen bis Ahrbrück, um da ins Kesslinger Tal abzubiegen. Ahrbrück ist mit am schwersten von der Flut geschädigt worden. Wir sind im Kesslinger Tal. Jetzt geht's rechts ab zum Nürburgring. Und es kommt das Kaltenscheurer Tal. Ebenfalls sehr kurvig. Unter Motorradfahrern bekannt. Am Anfang geht es geradeaus, dann nehmen die Kurven zu und am Ende liegt Jammelshofen. Dort gibt es auch ein Motorradmuseum. Wir haben die Hohe Acht passiert und fahren jetzt weiter Richtung Monreal. Monreal gilt als das schönste Städtchen in Rheinland-Pfalz. Und wir kommen an Schloss Bürresheim vorbei, das bei Indiana Jones mitgespielt hat. Auch Bürresheim lohnt sich. Hier werden Führungen angeboten. Aber wir fahren weiter. Wir sind in Mayen angekommen. Mayen hat auch eine Burg, die man besichtigen kann. Das Deutsche Schieferbergmuseum ist hier. Die Genoveferburg, die hier ist, ist sehr schön anzuschauen. Man braucht etwa eine halbe Stunde, um sie anzusehen. Wir kommen an der Burg in Mayen vorbei. Am sogenannten Obertor. Wir sind auf dem Weg nach Monreal, einer Stadt mit vielen Fachwerkhäusern und alter Bausubstanz. Zwei Burgen sogar noch. Für Rolf suchen wir Café Plüsch. Ein Café, was wir euch sehr empfehlen können. Wir haben hinterher dort ein tolles Stück Kuchen und einen guten Kaffee bekommen. Wenn man nicht auf die Burge geht, dann kann man Monreal in 20 Minuten durch einen schnellen Rundgang sich erschließen. Die zwei hohen Burgen laden aber auch zum Besuch ein. Aber hier muss man etwas klettern. Wir haben es diesmal beim Stadtspaziergang belassen. Die alten Häuser sind teilweise von 13. und 14. Jahrhundert, liebevoll von den Einwohnern gestaltet und zu Ostern machte es diesmal einen ganz besonders guten Eindruck. Hier das Haus der Familie Doll.
Alles ist liebevoll renoviert. Und der Titel Schönstes Städtchen in Rheinland-Pfalz ist sicherlich verdient. Weiter geht es Richtung Brem. Wir sind oberhalb der Mosel. Weite Blicke übers Land. So, noch 13 Kilometer Richtung Brem. Jetzt gucken wir mal. Was wir hier mit der Drohne aus der Luft sehen, kann man auch durch einen kräftigen Bergantritt bis zu einem Parkplatz sich erschließen. Hier wird die steilste Weinlage in der Bundesrepublik angebaut, der Kalmont. Ein Wein, den man in Brem kaufen kann. Das Kloster Steuben auf der Insel, Halbinsel, kann man besichtigen. Es ist aber nur noch eine Ruine. Und hier hat man einen Blick über die weite, weite Landschaft. Ganz da unten waren wir, auf dem Parkplatz rechts von der Stadt. Hier kann man die Moselschleife von unten einsehen. Oftmals kommen Schiffe vorbei. Brem-Moselschleife haben wir gerade aus der Luft gesehen. Jetzt wollen wir nach Burg Metternich. Wir sind in Nähren. Auf dem linken Ufer der Mosel. So, wir traversieren die Mosel. Beilstein schon in den Blick mit der Burg Metternich. Die Ausflugslokale waren voll, sodass wir einfach einen Parkplatz am Straßenrand gesucht haben. Die Burg überragt die Stadt und hat man hier einen weiten Blick in das Moseltal hinein, respektive
auf die Mosel Richtung Koblenz. Die Straße kann man auf beiden Ufern befahren. Wir sind auf der rechten Seite gefahren. Wer Spaß hat, kann in Beilstein auch mit der Fähre vom einen Ufer zum anderen Ufer fahren. Die Fähre kostet nur einen kleinen Obolus. Alternativ kann man die Burg besteigen, wo auch ein Ausflugslokal untergebracht ist. Natürlich muss die Fähre warten, wenn Schiffe kommen. So wie am heutigen Tage. Dieses Schiff war schnell unterwegs, denn es war leer. Und jetzt war der Weg frei für die Fähre. Und dann ging es weiter Richtung Koblenz bzw. Kochen. Und müssen noch einmal über eine Brücke. Mittlerweile war es schon fast 6 Uhr. Richtung Heimat. Alles in allem eine tolle Strecke, etwa 250 Kilometer von Köln. Man kann sicherlich noch mehr Stopps einbauen. So sind wir das Ganze in 4 Stunden gefahren. Ein toller Ausblick. Wir haben 1,5 Stunden Pause gemacht und der ganze Trip war 300 Kilometer.